Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Ja, wir sind immer noch mit auf unserer Mission mit unserem Non-Rare-Team und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich doch zwei Spiele in Folge mit dem gleichen Team mache. Warum? Weil ich dann einfach ein viel besseres Gefühl bekomme. Also, wenn ich immer hin und her switche, ist es natürlich schwieriger, was mitzubekommen. Deswegen werde ich jetzt so machen, dass ich immer zwei Spiele am Stück mit einem Team mache und dann halt in der nächsten Aufnahme switche. Das ist besser. Jetzt zum Beispiel werde ich die Bundesliga nehmen und werde einfach mal gucken. Wer mir halt also auf jeden Fall schon sehr positiv aufgefallen ist, ist... Wie hieß er nochmal? Turicic oder irgend sowas? Nee, Durisic, genau, der ist mir auf jeden Fall schon positiv aufgefallen. Ja, Van der Vaart eigentlich auch schon so leicht positiv. Olic, neutral. Berami extrem gut. Hunt ist mir auch eigentlich schon mehr oder weniger gut aufgefallen. Und Rode neutral. Ich will aber jetzt vor allem mal gucken, was mit Olic los ist und ob wir da vielleicht mal den Stürmer wechseln. Und das geht halt vor allem, wenn ich jetzt zwei Spiele am Stück mache mit einer Mannschaft. Einfach, weil man sich dann besser darauf einstellen kann und nicht dauernd im Kopf halt hin und her switcht. Deswegen nehmen wir jetzt mal zwei Spiele am Stück mit der Bundesligamannschaft. Mal gucken, ob er jetzt hier mit dem Trikot das nimmt. Nein, er wechselt. Dann nehmen wir Schwarz. Vielleicht ein Polen-Fan, keine Ahnung. Lukaku ist nicht schnell. Agüero, den kennen wir ja schon. Der ist schnell und gefährlich. Hat dann schon Probleme gemacht. Di Maria, schnell und gefährlich. Das ist echt ärgerlich. Wir treffen jetzt die ganze Zeit nur auf diese scheiß Barclays Premier League Pacesport Teams. Das ist echt zum Kotzen. Di Maria, Hazard, na was, das sind halt schon wieder total. Und Wilshere, das ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, kein ZDM. Und der ist, glaube ich, auch schnell. Also auch wieder jemand, der nur auf Pace setzt. Und ich meine, ich kann da jetzt nichts groß gegen sagen. Das Spiel ermöglicht das und ich könnte genau das Gleiche machen. Ich will aber nicht. Das Problem ist halt nur, es würde mich logischerweise auch nicht so sehr stören, wenn ich meine guten Mannschaften hätte. Aber mit den Non-Rare-Teams ist es halt echt ärgerlich, nur gegen diese Pace-Hosts zu spielen. Naja, muss ich durch. Rege mich logischerweise nicht drüber auf. Und jetzt schauen wir einfach mal. Vielleicht bekommen wir es ja hin, mit der Bundesliga wieder ein Spiel zu gewinnen. Das haben wir ja auch im ersten Spiel geschafft gehabt. Da haben wir wirklich großes Glück gehabt. Jetzt leckt. Ich hoffe mal, es ist nur ein Leck und das Spiel bricht nicht ab. Ah, es ist nur ein Leck. Ach, ja, danke Leck. Danke Leck, weil durch dieses scheiß Leck habe ich natürlich... Was ist das? Also, okay, dass vielleicht ein Non-Rare-Innenverteidiger nicht so grandios sein wird wie ein Glück gehabt, wie ein seltener Innenverteidiger, keine Ahnung, wie ein Sokrates oder so, ist ja schon klar, aber die müssen doch trotzdem auch als 52er Bronzespieler wissen, dass sie einen Spieler zu decken haben als Innenverteidiger, also keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt schon sehr komisch gewesen, also. Den soll er den Lauf spielen, was war das? Hätte er den einfach vorne den Lauf gespielt, diesen Pass, dann wäre er halt durch gewesen. Ich glaube, Rode war das, der dann durch gewesen wäre. Wie ärgerlich. Und jetzt. Wieder Glück gehabt. Da haben wir halt schön die lange Ecke zugemacht, sodass er die kurze Ecke versuchen musste zu schießen, aber Gegner ist echt nicht schlecht mit sein. Ich weiß gar nicht, wie ich hier abschlagen soll. Die Abschläge sind so beschissen. Versuch mal voll aufgezogen hier nach außen zu spielen. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, die Gegner gehen immer, also meine Spieler gehen immer weg. Ich spiele immer automatisch zum Gegner. Da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Aber was soll ich machen? Ich verstehe nicht. Also was hat denn das mit der Spielerstärke zu tun? Ich verstehe nicht, warum die guten Mannschaften normale gute Abschläge machen. Und der Stürmer rafft. Okay, jetzt kommt ein Abschlag. Jetzt kommt ein Abschlag. Gehe mal zum Ball. Und die schlechten Spieler irgendwie, die denken halt. Ach, ich bin schlecht, deswegen gehe ich nicht zum Ball. Merkwürdig. Glück gehabt. Oh, ich wollte logischerweise wieder nach unten auf Rode spielen in den Lauf. Also hier gerade funktioniert es gar nicht, wie ich mir das vorstelle. Also so beschissen lief es auf jeden Fall bisher noch nicht mit der Non-Rare-Bundesliga. Wie gesagt, sollte ich halt keines meiner Ziele erreichen und merken, es wird einfach nichts, die Mannschaft ist einfach zu schlecht. Habe ich auch schon eine neue Challenge. Ja, genau, ne? So ein Ding geht dann wieder rein. Die Torschancen vorher, die viel besser waren, die gehen nicht rein und das funktioniert dann wieder. Naja, also wie gesagt, wenn ich dann irgendwann merken sollte, okay, das wird nichts mit diesem Non-Rare-Team, dann habe ich auch schon eine neue, also eine andere Idee für eine andere Challenge, aber wir geben noch lange nicht auf. Wir können ja logischerweise das Team auch noch entsprechend umstellen.
Das war übrigens wieder ein normaler Pass, den ich gespielt habe, und es wurde wieder ein Laufpass drauf gemacht, draus gemacht, was sehr ärgerlich war, weil er wäre sonst wahrscheinlich angekommen. Glück gehabt, dass der Abpraller dann bei mir landet und nicht beim Gegner. Berami getunnelt, nicht so geil. Wieder mal Innenverteidiger abgezogen. Obwohl jemand anderes hätte kommen müssen. Ach. Nicht aufregen, nicht aufregen. Es sind nicht die besten Spieler. Nicht aufregen. Da hatten wir fast den Ball. Schade. Sehr gut. Naja, gehen wir mal über außen, wenn es in der Mitte nicht funktioniert, und versuchen mit Van der Vaart einen Kopfball. Na genau. Wollen natürlich lieber auf Bullet spielen, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Ich sehe aber auch überhaupt gar nicht, wer hier Olic ist, wenn ich ehrlich bin. Elfmeter? Was? Kein Elfmeter, er hat mich doch am Schuss gehindert, hat auch mein Bein festgehalten mit seinem Körper. Naja, ich gehe mal in der zweiten Hälfte offensiv. Also es ist auf jeden Fall sehr auffällig, wenn der Gegner gut spielt, und er spielt gut, wie man an der Statistik sieht. Wenn der Gegner gut spielt, ist es wirklich sehr schwer, mit dem Team dagegen anzukommen. Gerade in der Defensive, also ist es wirklich sehr, sehr schwer. Da merkt man mal, was ein guter Innenverteidiger für einen Unterschied macht zu einem schlechten. Und das Ding, das Problem ist halt auch, also die Teams sind jetzt nicht so mega schlecht, das heißt, wenn ich jetzt neu anfangen würde mit FIFA Welt und ich hätte die beiden Teams und wäre in der Liga 10 oder so, wäre das überhaupt kein Stress. Nicht, weil die Gegner schlechter sind, sondern auch logischerweise die gegnerischen Teams viel schwächer sind. Aber wenn ich jetzt wie hier halt schon in der ersten Liga bin und eigentlich auch eine überragende Statistik habe und dementsprechend natürlich extrem gute Spieler zugelost bekommen, ja, dann ist das natürlich auch sehr schwer, weil die haben gute Teams und spielen gut. Also machen quasi beides. Beides richtig. Und das ist dann halt einfach, naja, doppelt kompliziert und doppelt schwer. Das war jetzt wieder zum Beispiel ein Tritt ins Nichts vom Innenverteidiger, den er selber macht und wo ich nichts gemacht habe. Wo vielleicht ein guter David Luiz zum Beispiel nicht daneben tritt. So, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll mit meinem. Ja, er ist gerade nicht so richtig. Na, jetzt ist er wieder da, schade. Ich versuche trotzdem mal kurz auf meine Außen. Ja. Dann ist wenigstens der erste Ball bei mir. Schade, wie ich aber die ganze Zeit in dem Spiel immer an so einem scheiß Bein hängen bleibe. Ah, jetzt bleibt er auch mal am Bein hängen, sehr schön. Och, Katastrophenannahme, Mäusel. Also man muss es auch nicht übertreiben. Es sind keine Bronze-Idioten. Ulic ist durch. Komm, Ulic, mach's geil. Ulic macht's leider nicht geil. Ich meine, es war nicht der perfekteste Winkel. Es war nicht der einfachste Winkel. Aber so ein Ding muss halt schon reingehen, wenn man gegen ein überragendes Team gewinnen will. Aufpassen, dass wir keinen Elfmeter provozieren. Sehr gut. Bin ich schon offensiv? Nee. Ah, fuck, wenn er den direkt gepasst bekommt. Sehr gut, von Rode war das diesmal, glaube ich. Sehr gut. Gehen wir auf sehr offensiv, weil wir haben nicht mehr wirklich viel Zeit. Vielleicht noch zwei, drei Angriffe. Durisic, wie gesagt, ist der einzig schnelle, wirklich richtig schnelle Spieler, den ich habe. Hat, glaube ich, 85 Pace oder so. Aber natürlich ist es nur ein 75er, das heißt, er kann sich nicht so gut durchsetzen wie andere schnelle Spieler. Na, hätte er nochmal ablegen müssen. War ein Spieler von ihm halt komplett frei. So, komm, letzter Angriff. Zu langsam. Mist.
Aber die Gegner sich komplett freuen müssen, gegen solche schwachen Teams zu spielen und sich denken, ah, oh, geil. Endlich mal wieder ein schwacher Gegner in Liga 1. Macht er denn? Nein! Oh Mann, den Angriff noch. Wieder verloren. In unserem Abstieg steht nichts im Wege, aber der Gegner hat auch einfach gut gespielt. Also diesmal haben wir auf jeden Fall verdient verloren. Das kann man schon mal festhalten. Tja, noch 4 Partien, erst 6 Punkte. Nicht so geil. Und wir verlieren halt auch fast jede. Also wir schaffen nicht mal mehr Unentschieden. Spielen direkt nochmal mit der Bundesliga, aber ich denke, ich werde echt mal Olic dann auswechseln und statt Olic mal gucken, was es noch so Interessantes gibt. Und ja, er hat mir auf Garantie schon 1000 Ideen geschrieben und Kommentare und probier mal die Spieler aus. Das Ding ist einfach, ich mache einfach schon so viele Aufnahmen im Voraus, dass ich logischerweise die Kommentare noch nicht lesen konnte. Also wenn ich jetzt das Spiel hier, wenn ich jetzt die Aufnahme hier mache, dann habe ich logischerweise noch nicht die Kommentare von der letzten, vorletzten, vorvorletzten Aufnahme gelesen etc., weil die noch nicht veröffentlicht wurden. So, endlich mal wieder ein Team, was keine Peso ist. Ach geil, was für eine Erleichterung. Generell eher ein schwächeres Team. Aber der Team, oh nein, der ist, dafür hat er eine überragende Statistik. 549 Siege, 76 Niederlagen, eieiei. Mandzukic und Fernando Torres im Sturm. Das sind natürlich gute Stürmer, aber halt relativ langsam. Generell hat er eigentlich keine Pesos drin. Koke, Thiago, Mario Suarez. Ich sehe auch gerade, er spielt hier, abgesehen von Piqué in der Innenverteidigung, auch nur Atletico Madrid. Keine Ahnung, warum er da Piqué noch in der Innenverteidigung hat. Die haben doch auf Garantie noch einen anderen Innenverteidiger, Atletico Madrid. Und nicht nur Miranda, oder? Miranda ist aber übrigens ein ganz guter Innenverteidiger. Habt ihr das gerade gesehen, wo überall stand Ronaldinho 99, Ronaldinho? Ich hab's leider schon weggedrückt gehabt, aber wir können da zurückspulen. Ich stand gerade in der Mannschaftsaufstellung Ronaldinho 99. Keine Ahnung, ob das ein Bug war, den er jetzt ausgelöst hat, oder ob das wirklich nur ein Bug war, das weiß ich nicht. Also ob er jetzt mit Absicht das gemacht hat, ob das auch wieder so ein Cheater ist, keine Ahnung. Aber mir hat das schon mal jemand geschrieben gehabt in den Kommentaren, dass es sowas gibt. War jetzt bei mir, glaube ich, das erste Mal. Ach, schade. Immer wenn ich ein Team habe, gegen das ich gerne mal spielen würde, was halt nicht so verpaced ist, dann passiert irgendein Scheiß. Wie jetzt zum Beispiel wieder. Naja, vielleicht jetzt. Hoffen wir das Beste. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. So. Ach, ey. Aguero, Eto. Aus der alten Saison, so dass die schön schnell und stark sind. Nur einmal kein Premier League Pace Team, bitte. Gegen, also was ich auch dann spielen kann, wo nicht dann hier irgendein Abbruch kommt. Egal, Konzentration, wir können auch gegen solche Teams gewinnen, wenn der Gegner schlecht genug spielt. Und wir ein bisschen Glück vielleicht haben im Abschluss oder so. Schauen wir mal. Konzentration. Glück gehabt, dass wir hier den Ball nicht direkt wieder verloren haben. Jansen ist durch. Ach, ich glaube, das war schon das zweite Mal, dass Ulic eigentlich gut zum Kopfball kommt und dann so einen komischen Kopfball nach oben macht, wo ich mich frage, was das soll. Also ich meine, das kann ich ja kaum steuern. Also wie kann ich denn bitte schön den Kopfball nach oben eingeben? Wäre mir ja komplett neu. Ich weiß nicht, ob er einfach nur einen total unförmigen Kopf hat, Ulic, dass er halt dauernd an seiner Kante am Kopf abbricht. Abprallt. Schade, ein bisschen mehr aufziehen, dann wäre das Ding gar nicht so schlecht gewesen. Bisher ist er noch nicht zum Angriff gekommen, das ist schon mal gut. Ja, da ist der Ball leider ein bisschen verunglückt. Ah, Berami, das war... Rode meine ich. Rode spielt aber ähnlich und sieht auch ähnlich aus wie Berami, deswegen verwechsel ich die dauernd. Okay, vorsichtig.
Guter Kopfball von, ich glaube, Großkreuz war's. So, Van der Vaart ist nicht schnell, deswegen brauche ich gar nicht anfangen, versuchen mit ihm alle zu überrennen. Großkreuz verliert leider gerade seine Pace. Ach, geiles Dribbling. Schade, ich wollte gerade auf den zweiten Pfosten auf Olic flanken, hat nicht geklappt. Zambrano, Jansen. Ja, Jansen müsste es eigentlich auch können, oder? Ah, der war etwas... Oh, zu nah an dem Pfosten, zu nah an den Torwart, aber er hat ihn nicht beim ersten Mal festgehalten. Das war ja interessant, sage ich mal. Komm, hast du... Sehr schön. Wichtiger Ball, sonst hätten wir ja wahrscheinlich das 1-0 gefressen. Das ist auch ärgerlich, wir schaffen überhaupt keine Unentschieden mehr. Wir verlieren eigentlich immer. Hat sich überhaupt schon mal Unentschieden? Ich glaube, bisher hatten wir nur 2 Siege und der Rest Niederlagen. Also noch kein einziges Unentschieden. Schlecht. Da habe ich erstmal kurz mit Berami das Ganze zugelaufen. Das über ich glaube, ich sollte einfach mal diese Scheiß in die Spitze gelupfen lassen. Dafür sind meine Spieler einfach viel zu langsam. Ja, da haben wir Glück, dass der Gegner noch rangeht. Das war ein sehr komischer Pass auf jeden Fall, der ziemlich verunglückt ist. Oh, was ist denn das wieder? Oh, Raumgewinn, da sind wir ein Stück weiter vorn. Ja, also in dem Spiel läuft momentan sehr vieles für mich. Also ich habe momentan echt viel Glück, das muss man mal zugeben. Das heißt, es wird mal an der Zeit, dass das Glück auch... Ja, dass das Glück auch durch ein Tor umgemünzt wird. Das fehlt momentan auch so ein bisschen. Ja, also der ist ja total ungefährlich nach vorne, der Gegner bisher. Jetzt müsste ich halt mal ein bisschen mein spielerisches... Das könnte mal ein guter Laufpass werden, sehr schön. Jetzt müsste ich halt mal langsam mein spielerisches Können in ein Tor ummünzen. Ich will nicht auf Van der Vaart flanken, da kann er keine Kopfbälle. Aber schießen kann er! Oh, verdammt! Und dann hat man mal einen geilen Schuss und damit natürlich abgeblockt, was sonst... Das war doch eindeutig Hand, aber Hand ist natürlich nicht eingestellt. Also es gibt glaube ich, kein Handspiel im FIFA World. Soprano, Jansen. Und ich glaube, der Gegner holt den Turmmann immer raus. Da funktioniert das wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ach, Glück gehabt, dass er nicht kontern konnte. Ja, eigentlich ist es kein schlechtes Spiel bisher für mich, weil erstens liege ich noch nicht hinten und zweitens kommt der Gegner eigentlich überhaupt nicht zum Zug, aber... Ich brauche halt mal ein Tor. Logischerweise. Oh. Ach, Glück gehabt. Ich dachte schon, was war das denn wieder? Ein Van der Vaart, ey. Oh, und Berami, was ist denn los? Könnt ihr dich nicht mal mehr um die eigene Achse drehen? So. So, Spiel ein bisschen breiter machen. Nehmen wir schön mit Großkreuz. Vielleicht ziehen wir mal frech in die Mitte. Großkreuz! Oh, so schön durchgedribbelt. Und dann leider aber den Pass nicht mehr hinbekommen, den ich machen wollte. Mal auf den Turmmann. Ich meine, ich bin natürlich mittlerweile mit jedem Unentschieden zufrieden, nachdem es hier eher schlecht losgeht in der Saison, aber ich denke... Ich denke, ich könnte hier auch mal versuchen, einen Sieg anzustreben. Das wäre, denke ich, keine schlechte Idee. Muss mal aufpassen, dass Eto'o hier nicht ungehindert durchkommt, was er zwar schafft, aber Glück gehabt. Agüero ist auch nicht groß. Also Agüero ist definitiv kein kopfballstarker Spieler, das muss man mal sagen. Mir fällt gerade auf, wenn der Gegner nie am Tor vorbeischießt, dann brauchen wir auch keine blöden Abschlüsse machen. Sollten wir uns merken. So, Rode ist auf außen durch. Mal schauen, vielleicht kommt mal ein schönes Kopfballtor. Sieht momentan leider stark nach einem Unentschieden aus, weil wir sind einfach, was den Torabschluss angeht, etc. Im Spiel nach vorn sind wir, also im Spiel nach vorn sind wir nicht schlecht, aber... What? Oh, was war denn das für ein Katastrophenpass? Der sollte natürlich nach vorn. Also im Spiel nach vorn sind wir eigentlich nicht schlecht, aber Abschlüsse können wir ja bisher komplett vergessen. Haben wir keine. Gut gemacht von Benaglio. Wir
beam natürlich nicht schnell nach vorne, das bringt eh nichts. Ein 1-0, ey. Ein 1-0 würde wahrscheinlich reichen. Also wer hier das 1-0 geschießt, der wird wahrscheinlich auch gewinnen. Dann gehe ich zumindest aus. Wieder eine Ecke. Komm, also es ist echt schwer, mit den Spielern gefährliche Ecken zu schlagen. Das kann ich schon mal sagen, weil die stehen einfach alle viel behinderter, also viel schlechter. Und ja, schlagen die Ecken auch nicht so geil. Der Jansen gefällt mir nicht und nehme Rode. Tatsache, der holt immer seinen Turm raus. Deswegen bringt es wahrscheinlich nicht so viel, nur auf außen zu gehen. Ach, ärgerlich. Ah, sehr schön. Ach, Mann. Nie kommt ein Schuss durch. Immer geblockt. Das ist so ärgerlich. Naja, immerhin unentschieden. Unser erstes Unentschieden. Ja! Juhu! Beim nächsten Mal dann zwei Spiele mit der englischen Liga. Und wie gesagt, ich werde, denke ich mal, einen anderen Spieler probieren als Ulic, weil Ulic ist total unauffällig. Und natürlich kann es sein, dass es überhaupt gar keinen richtig geilen Non-Rare-Stürmer gibt und ich überhaupt keinen finde, wo ich sage, oh mein Gott, das ist der Non-Rare Falcao. Das kann natürlich passieren, aber ich kann es ja trotzdem durchprobieren. Spricht ja nichts dagegen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Mir fällt gerade ein, wenn ich die zweite Liga spiele und von der zweiten Liga in die dritte absteige, dann sollte, denke ich, das Ziel sein, in die zweite Liga aufzusteigen und in der zweiten Liga einmal die Saison zu halten. Wenn ich von der dritten Liga in die vierte Liga absteige, dann würde ich, denke ich, die Challenge beenden und eine neue anfangen, weil dann merke ich einfach, okay, die Mannschaften sind zu schwach, ich bekomme zu starke Gegner zu los, das bringt nichts. Dann würde ich meine nächste Challenge testen. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, was hier die Probleme sind in der Challenge gegen die pacigen Spieler, dann frage ich mich, ob meine nächste Challenge leichter wird, aber wahrscheinlich schon etwas, egal. So, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis, tschö, tschö.